Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und ich zeige euch heute ein ganz einfaches, aber total schönes Experiment, nämlich eine Vulkanzitrone. Dafür braucht ihr, wie der Name schon sagt, eine Zitrone, einen tiefen Teller und einen Eierbecher. Auf den Eierbecher habe ich hier die Zitrone gesetzt. Dann braucht ihr Natron oder Backpulver und wenn ihr Lust habt, ein bisschen Spüli und Lebensmittelfarbe. Das steigert einfach den Effekt noch ein bisschen. Und ich habe hier zusätzlich noch etwas weiteren Zitronensaft, damit das Experiment etwas länger läuft. Und weitere Materialien habe ich hier ein Messer, einen Löffel und Holzstäbe, um die Lebensmittelfarbe in die Zitrone zu geben. Und für das Experiment schneide ich jetzt die Zitrone einmal oben auf. So, dass ich wirklich hineinsehen kann. Und dann nehme ich meinen Löffel und zerdrücke das Innere ein bisschen. Es sollte dann möglichst viel Zitronensaft ausgetreten sein und der Saft sollte natürlich noch in der Zitrone sein. Ihr seht es hier, da steigt der Saft schon raus, wenn ich hier etwas auf die Zitrone drauf drücke. Und ich stelle sie dann in den Eierbecher und gebe ein bisschen Lebensmittelfarbe hinein. Pink in diesem Fall. Ein bisschen Spüli, damit es schön aufschäumt. Und dann gieße ich Kaisernatron hinein. Der Schaum entsteht dadurch, dass das Natron mit der Säure in der Zitrone reagiert und Kohlensäure gebildet wird. Und dadurch entstehen die Blasen. Wenn ich dann noch ein bisschen Zitronensaft nachgieße und auch wieder Natron drauf gebe, läuft die Reaktion natürlich weiter. Thank you.
Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe hinein. Und wieder neuen Zitronensaft. Und darauf wieder Natron. Ich mache jetzt noch mal einen letzten Aufguss mit etwas Zitronensaft. Und ihr seht, wie es noch mal richtig schön aufschäumt. Hier gieße ich auch noch mal ein bisschen was drüber. Ja, ich hoffe, euch hat das Experiment gefallen und ihr findet es genauso faszinierend wie ich. Einfach mit ganz einfachen Sachen, die bestimmt jeder von euch zu Hause hat, lässt sich sowas Cooles machen und vielleicht habt ihr auch mal Lust, das auszuprobieren. Nehmt auf jeden Fall Küchenrolle dazu, stellt es in einen tiefen Teller, nicht, dass ihr irgendwie eine große Schweinerei macht oder so. Und ja, wie gesagt, ein einfaches Experiment und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!